Und damit grüßt euch und willkommen zurück. Freut mich, euch wieder zu sehen zu einer weiteren Folge von Let's Play. Wir wollen die IDF mit ihren eigenen Waffen schlagen und ihre Wohnstätten Red Faction Guerilla. Hast du Lust, mit uns die Kaserne zu überfallen? Ja, volle Lust habe ich. Das macht volle Spaß. So, ich habe mich bereits elegant in Position gebracht, weil ich ja von die Badlands herfahren müsste. Ja. Passiert ist eigentlich nichts. Diese Katana. Okay. Jetzt müssen wir wieder. Ja. Wir machen das vollkommen elegant. Wir nutzen einfach die Macht des Wagens. So, jetzt sieht's besser aus. Ja. Gut. Okay. Was sind denn die anderen Gegner? Gegners. Ist eine recht eine grobe Waffe, dieses Gauss-Gewehr. Gefällt mir aber trotzdem umso mehr. Oder gerade deswegen umso mehr. Das ist eine von den Waffen, die eigentlich immer alles töten kann. Gefällt mir. Munition ist zwar recht begrenzt, aber scheißegal. Das will ich aber nicht. Sind die Marauder? Na los. Jetzt sind viele Marauder hier. So. Räumt das Gebäude! Sprengladung platzieren und dann raus! Ja, voll, das bringt's auch noch zu sprengen. Manchmal hängt halt die Physik etwas, aber gut. Nichts, was man nicht mit einem Hammer nachhelfen kann. Sag ich doch. Wow. Nichts, was ein guter Hammer nicht machen kann. So. Wir machen uns jetzt am besten gleich auf. Weiter zum nächsten. Nachdem ich diese ganze Barschrott eingesammelt habe. Ach, das ist dieses Teil, das kenne ich ja schon. Habe ich das Teil? Habe ich das schon? Weiß ich gar nicht. Mit dem eher das gleiche gehabt, oder? Nee. Ich glaube nicht, dass ich das Teil schon habe. Naja. Dann bestimmt irgendwo auf dem Weg eine Munitionskiste finden können. Wo wir uns dann umrüsten. Die kriegt viel Barschrott rum. Da ist eine ganze Kohorte an IDF. Ja.
Auf zum nächsten Punkt. So. So. Alarmstufe rot. Da ja, die Sau hat sich die Karte gestellt. Ja, okay, das passt eigentlich schon, würde ich sagen. Also tschüss. Jo. Gut, das ging gut. Gut, das ging gut. Jupp. Schöne deutsche Satzstellung, sage ich dann nur. Aber gut. Es freut mich. Oder? Was sagt ihr dazu? Aha. Au. Das wollte ich doch nicht. Gomenasai. Um das auf Japanisch auszudrücken. Egal, machen wir mal was anderes. Sorry. Fahre ich mit dem Taxi ab. Nein. Was machen wir überhaupt ein Taxi hier? Hier hat man ein Auto oder hier hat man kein Auto. Jeder, der kein Auto hat, ist scheiße. Nummer 4. Ich danke. So, dort oben ist das schwere Gerät. Aufklärungsoffiziere haben einen Plan zum Entwenden von Kommunikationscodes. Warte, machen wir gleich die Geiselnahme. Die IS hat Sam Schwarz entkommen. Die tatsächlichen Codes befinden sich jedoch in Sicherheit. Na toll. Was ist das? Oh. Wenn es zu schlimm wird, geh zum Unterschlupf. Danke, dass ich mal nicht angeschrien werde. Das freut mich. Es ist die Wertschätzung des kleinen Mannes. Ja, vor allem der kleine Mann. Oh! Scheiße, Mann! Okay. Ich hol dich jetzt hier raus. Das geht nicht gut aus. Das geht gut aus. Die Fs töten. Was sind denn die einen? Was kommen denn da hoch? So, der erste ist eh schon tot. Toll. Ich bin ja da. Ja, toll, gell? Heilige Scheiße, wo ist denn der nächste? Der noch weiter oben. Tatsache. Sekunde mal. Ich finde dich kurz los. Ich dachte, das war irgendwie raus. Folget mir! Folge er mir hierher! Steige er in dieses Auto ein! Scheiße! Du, ich sage irgendwie, dass die Gegner hier stark befestigt sind. Das missfällt mir.
Ich versuch's noch mal. Die IDF hat Sams Schwarzmarkthändler verhaftet. Da ist mein Naulo. Obwohl. Au! Natürlich. Alter, diesen LKW auf! Lass dich nicht erwischen. Du auf Scheiß zu labern. Gib mir deinen LKW. Komm schon an. Wir brauchen einen Panzer für sowas. Blöd, dass er keine Raketenwaffe drauf hat. Zunächst einmal muss hier mal gezäubert werden. Wenn er mit geschützt auf mich ballert. Und anschließend machen wir das von oben nach unten. Oh! Frage, wie komme ich jetzt da hoch? Ich glaube, diese Frage stellt sich mir nicht mehr. Das ist nicht gut. Das gefällt mir gar nicht gut. Es ist schwer. Die IDF hat Sams Schwarzmarkthändler verhaftet. Ich meine, Zerstörungsmissionen gefallen mir mehr als Rettungsaktionen. Zerstörungsaktionen könnte ich mir aus diesem Auto einen Sprengel-LKW machen. Ich versuche hier klarzukommen. Ich auch. Also zunächst einmal müssen wir die Barrikade zuschlagen. Dann müssen wir ins Haus rein und die oberste Geisel als erstes retten. Zunächst einmal muss ich die Barrikade zerstören. Die Geschütztürme stören. Gut, dass der einige Pässe hat, die Seite. Es lebt sogar noch. Wir nutzen die Verwirrung, um da reinzulaufen. Diese Leiter zu erklimmen. Ich nutze die kurze Pause, um mich zu heilen. Generieren? Wir haben hier ein Problem. Wurde gerade ein Kolonist irgendwie getötet. Ich muss doch die oberste zuerst treffen. Alles okay? Ich bin hier, um dir zu helfen. Ach du Scheiße. Gib mir eine Sekunde. Ich hole dich hier raus. Da. Hui. Was ist das? Ist der Ballert auf den? Komm raus, Mann! Danke. So. Ah! Die Geisel sind gestorben. Dass ich gestorben bin, ist. Das läuft heute nicht gut. Ich glaube, ich behalte mir das mal auf später auf, wenn ich irgendwas Besseres habe, einen Panzer oder so.
Heute ist nicht mein Tag. Ich hab mich so auf die Aufnahme gefreut heute. Yay, Red Faction, schön, freut mich. Und dann sowas. Au. Das zirrt. Ah. Gehen wir Auto fahren. Ich meine, es gibt später dann auch schon noch Ausrüstung, die mir helfen kann, aber ich habe alles, was ich brauche. Ich habe die volle Gesundheit. Ich habe volles Leben. Ich habe... keine Lust mehr für diesen scheiß Geiselnamen. Was ist das für ein Fahrzeug? Hier ist ein Fahrzeug mit einem dieser Sender. Kannst du es zum Unterschlupf bringen? Das ist schon ein normales Fahrzeug. Boah! Jesus Maria! Hui! So. Ja, später dann noch versuchen, das nochmal zu machen. Bis den anderen Spielen, da hätte ich gesagt, ja gut, warte ich auf einen Helikopter oder eine Flugeinheit oder irgendetwas. Oder kann Verstärkung rufen, warte ich, bis ich ein Level-Up habe, aber das gibt hier ja alles nichts. Dafür Autofahren geht. Einigermaßen. Beeindruckend. Danke, Mason. Das schaut mir aber nicht normal aus. Danke. Mann. Machen wir jetzt noch die letzten zwei Minuten. Wir müssen anfangen, den Kampf zu. Ich meine, Zeugs kann mich jetzt nichts mehr machen. Geht gar nichts mehr von den ganzen drei Sachen, vier Sachen. Schauen wir mal, vielleicht ist es ja nicht lang. Und hat am Anfang auch nicht lang gedauert. Machen wir heute einfach etwas mehr, damit ich auch ein kleines Erfolgserlebnis an diesem Tag habe. Am vorletzten Ferientag. Ich will nicht Schule gehen. Ah. Ihuhuhui, hahaha. Au. Das war voll geplant. Mann, Mason, fahr doch mal gescheit. Warum? Juhuhui. Yes. Ich bin ein Tourist, Terrorist. Sagen. Ich bin ein Standfahrer. Das sind diese Intelligenzquotienten, wo ich zuvor einen aus Versehen getötet habe. Mason, hast du gerade Zeit? Wir wollen die CTA-Mail-Deponie. Das letzte Mal habt ihr mich beschossen, ihr Affen. Muss die IDF erstmal ihre Zeit dem Abfall widmen, nicht uns. Ja, ich muss schon warten, bis alle eingestiegen sind. Busfahrer bin ich allen Fahrgästen gleichmäßig verpflichtet. Schon mal ausprobiert, oder? So. Ich habe irgendwie fast dauernd das Gefühl, dass ich im Kreis fahre. Bereit für dein erstes Mal, Kleiner? Was ist nicht mein erstes Mal? Er muss mit einem anderen Menschen sehen. Ja. Da fällt IDF vom Himmel. So, ein totes IDF mehr. Noch ein totes IDF mehr. Noch ein totes IDF mehr.
noch ein totes IDF mehr. Ja, warum nicht? Noch mehr totes IDF. Ich bin dran! Zweifel ich. Hey, die Madame hat einen ausgedacht. So. Alles über den Haufen ballern. Wieder schon. Das ist mal Ruhe. Uiuiui. Bin hier leicht beim Tod sein. Das ist der letzte. Das Gebäude wird dem Erdboden gleich gemacht. Alle raus da! Ja, voll cool. Das ist ein kleines Gebäude, was ich schon hin ist. Plündern! Gut. Damit würde ich sagen, das passt für heute. Doch noch etwas geschafft und ich sage bis zur nächsten Folge von Let's Play Red Faction Guerilla. Tschüss und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.